Alfred Kreiner ist ein Drechsler aus Kärnten mit Wohnsitz in St. Veit an der Glan. Seine Kunst ist beeindruckend, deshalb hatte ich auch einige Fragen an ihn. Ich durfte ihn bei seiner Arbeit an Treppensprossen über die Schulter schauen. Dann hat es kantige Straßen, wo links und rechts der Zopfer kommt zum Einbohren. Aber wirkt mitunter gar nicht so schlecht. Ja, das sind im Rundstäbe im Durchmesser 25, die mache fertig geschliffen auf 24,8, damit sie dann, wenn man das Geländer zusammenbaut, weil ja Lack auch noch drauf kommt, zügig zusammengehen. Wenn es dicker ist, dann kriegst du das Stirnglander nicht mehr zusammen. Gell. Und meine Stäbe sind überall gleich stark. Gell. Den kannst du in jeder Position abschneiden und wird immer passen. Gell. Ich meine, das ist, muss ich sagen, da habe ich einige Zeit ausprobiert, bis wir da ein System gefunden haben, die so zu produzieren. Weil auf zwei Seiten ein genaues Maß zusammenzubringen, das ist nicht so schwer. Gell. Aber durchgehend ein genaues Maß, das ist, naja, da haben wir ein bisschen getüftelt. Ja. Alfred hat mir verraten, dass zum Drechseln keine bestimmte Holzart benötigt wird. Im Prinzip geht eigentlich mit fast jedem Holz. Ich meine, ich habe auch schon mitteldichte Faserplatte verarbeitet, jetzt im Herbst. Wir haben eine Kaffeehaustisch gemacht, eine großen.
und einmal eine Möhrsache habe ich gemacht aus Korian, das sind diese Kuchenarbeitsplatten, was ich habe. Es hört ein bisschen so aus wie Stein, ist auch wie Stein zum Bearbeiten, ist nicht gar so lustig, aber gegangen ist auch. Gell. Ich meine, wenn man kann man eigentlich mit jedem Stückchen Holz was machen. In diesem Raum werden etliche Schablonen gelagert. Ja, das ist mein Absaugeraum. Gell. Da sind eben meine beiden Gebläse herinnen. Der eine Kreis, der geht über die Drechselbänke, der andere Kreis saugt Hobelmaschine und Kreissaug. Da wird praktisch an der Maschine werden die Späne angesaugt. Gell. Und fahren dann über den Rohrkreislauf in den Späneraum. Und durch das große Rohr kommt dann praktisch der Überdruck, der im Späneraum durchs Blasen entsteht, wieder zurück in die Filtersäcke. Also wenn praktisch jetzt die Luft zurückkommt, dann blasen sich die Säcke auf und der Staub, der da mit transportiert wird, fällt dann in die Säcke, in die Plastiksäcke am Boden, die man dann eben von Zeit zu Zeit ausleeren muss. In welchem Raum befinden wir uns jetzt? Im Absaugeraum. Wozu dienen diese Schablone? Ja, die Schablonen sind für meine Kopiermaschinen. Die tue ich selber zeichnen und ausschneiden. Nicht, wenn man schaut, was das für eine verschiedensten Formen sind. Nicht, das wird halt aufgezeichnet und dann ausgeschnitten und gefeilt auf Zehntelmillimeter genau. Woraus sind sie gefertigt? Stellen Sie diese selbst her? Ja, weil ich die mache ich selber. Und das ist ein Alublech, nicht, was die mache. Nicht, das ist ein bisschen robuster, man kann natürlich auch Originale entspannen und das umtasten, aber wenn du mehr Stücke zu machen hast, ist das halt auch bald einmal abgenutzt. Gell? Und so ein Aluschablon ist eigentlich unumbringbar. Gell? Wenn du die einmal hast, dann hast du sie. Dann bleibt sie da. Wann haben Sie mit den Drechseln begonnen? Wie kam es dazu? Ja gut, mein Nachbar hat diese Werkstatt, wo wir jetzt sind, schon gehabt und ich bin eigentlich als Kind aus und eingegangen da. Und es gibt ein Foto, da bin ich 6 Jahre, da habe ich schon gedrechselt. Warum die Selbstständigkeit? Mein Vorbild ist eben mein Nachbar gewesen und ich gebe mir nichts Schöneres, wie wenn du keinen hast, der da sagt, was du zu tun hast. Man tut eh selber viel, nicht, aber trotzdem, wenn man es sich aussuchen kann, ist einfach schön. Welche heimische und ausländische Holzarten verarbeiten Sie da? Momentan sehr viel Zirbe, nicht, aber... Mein Gott, Moment, ich habe gerade jetzt eine große Säule gemacht aus Tulibut. Das ist ein amerikanischer Poppelort. Ja, das war jetzt auch mal, dass man eben sowas nimmt. Aber sonst eigentlich alles heimisch, Buche, Eiche, Esche. So das gängige Zeug, was halt so eingebaut wird auch von den Tischlern. Welche Produkte stellen Sie her? Ja, zum Beispiel Brotdosen, Pfeffermühlen. Vasen, Teelichthalter, Kerzenhalter, Stirnsprossen, Stirnsäulen, Tischfüße, alles was halt irgendwie rund ist,
bis 4,20 Meter Länge kann ich machen. Wird jemand die Werkstätte weiterführen? Ja, gut, momentan nicht, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Es sind ja schon wieder zwei Anwärter unterwegs. Also wir haben schon zwei Enkel wieder. Also schauen, was ob man in der Zeit dann leben kann davon, wieso nicht.